Moin, mal Affenfratze. Wie ihr seht, wir haben neues Equipment. Wir hoffen, die Soundqualität wird nachher stimmen. Es ist ein bisschen schwierig, das gerade einzustellen, weil das irgendwie von Mono auf Stereo kommt. Sonst hört ihr immer nur einen von uns auf der einen Seite und den anderen auf der anderen Seite. Deswegen müssen wir es ein bisschen noch verstellen. Wenn es ein bisschen komisch anhört, kann es sein, dass noch ein bisschen die Erkältung von uns beiden ist. Aber wir hoffen, wir werden daran arbeiten. Und ja, auf alle Fälle, wir sind, achso. Was wollen wir heute eigentlich drehen? Das ist, jetzt habe ich in eigener Sache sozusagen vorweggenommen. Ja. Es gibt Neues in Affenhöhle. Wir haben nämlich einen Tagesausflug heute gemacht. Yay. Lisa steht total auf Tagesausflüge und dann dachte ich, dann machen wir mal einen und verbinden das mit Brettspielen. Ja. Ist auch nur ganz kurz, weil Corona ja ist. Genau. Und wir ein paar Brettspiele eben auch haben wollten, beziehungsweise Erweiterung. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Okay. Darf ich anfangen? Ja, du darfst anfangen. Ein Spiel, worauf sich Dennis schon super gefreut hat, nicht, ist Throw Burrito. Warte, ich zeig's mal so, weil wir noch einen kleinen Bildschirm. Genau, das sagen. Andere ist. Du musst ein bisschen mit der Kamera spielen. Das blendet. Du blendest nicht. Du musst nach. Zur Seite zu dir. So, du hältst einfach mal fest, ne? Genau. Genau, man kann es auch so um. Irgendwo hatte ich auch eine Schere zum Aufmachen, aber ich glaube, du hast sie bei dir. Ich habe jetzt hier auf der Seite liegen. Hier lagen irgendwie zwei Scheren. Und genau, ich habe es schon im Kickstarter gesehen und habe mich darin verliebt, weil es halt auch von den Machern von Exploding Kittens ist, was ich auch total feier, von dem Artwork der Karten. Die Spielmechanik, ja, ist ein super simples Spiel, es ist super einfach, aber es ist einfach so witzig und ich kann das mit den Kindern auf der Arbeit teilweise spielen, je nachdem wie alt die sind. Und das ist halt einfach, ich will sie anfassen. Oh mein Gott, die sind so flüschig. Das ist einfach perfekt, weil ich meine, du darfst dich damit abwerfen. Du darfst als Kind dich mit Burritos abwerfen. Erstmal matschig machen und gucken, wie lange das dauert, das bis ist ich sowas. Dennis, ich Burrito rede ich. Bounce. Ups, daneben. Ja, das Werfen, das üben wir nochmal. Weil irgendwann. Oh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Siegpunktscheibe. Knie nieder. Ich kann es nicht ausrasten. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht in Worte beschreiben. Ich bin so glücklich gerade. Es ist so cute einfach. Guckt euch das Keine an. Keine Ahnung, für was das ist. Könnte für die Fee von Lisa sein, aber dann braucht die alle sechs. Was? Hallo? Die trifft nicht so gut. Das ist tatsächlich nee. Werfen. Du kannst einen halben Meter vor ihr stehen, wirfst ihr was zu, fängt sie nicht. Ich bin Linkshänder, ja. Ich kann was zeichnen, aber ich kann nichts fangen. Genau, es geht darum, Punkte zu sammeln. Drillinge, um genau zu sein. Und dann kann man halt auch in die Schlacht ziehen, Karten sammeln. Wie geil und wenn man die hat, dann darf man sich abwerfen mit diesen geilen Gummiburritos. Ich freue mich so. Das ist echt, also ich bin... Was ist das Seeböckchen? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich nur mit einer Kamera. Oh mein Gott. Weil die hier oben ist... Ja, die ist ein bisschen kacke, ne? Ugh. Oder das Grufftier ist ein Faultier. Hast du es schon gezeigt? Ja, das habe ich gerade gezeigt. Das ist ein Faultier als mit so einem Stachel. So witzig. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich feiere das Spiel total. Ich habe es einmal für mich privat persönlich bestellt und dann nochmal für die Arbeit, weil ich es einfach so witzig finde. Und auch schon einen Kumpel angesteckt, damit er sich es auch geholt hat. Und dann können wir bald eine Burrito Party machen. Ich hab Bock. Ich nicht. Ja, du musst trotzdem mitspielen. Die Sache ist, mein Basteltisch und alles ist hier immer links und rechts und wir haben super viele Sachen auf der Fensterbank stehen und ich... Dennis ist so ein Papa gerade, der sagt so, ja, Lisa, ist ja schön, dass du ein Spiel hast, wo du Sachen mit rumwerfen kannst, aber guck mal, gegenüber von dir steht mehrere hundert Euro Equipment. Ja, genau. Lass es einfach sein. Just don't do it. Ja. Dennis, ich muss dir was erzählen. Ich habe die Kamera kaputt gemacht. Und es war die Katze. Wie? Mit dem Burrito. Ja. Also, ich freue mich. Das war das erste Spiel tatsächlich. Wollen wir auf, wollen wir weitermachen? Also, du kannst weitermachen. Wollten erstmal weitermachen mit dem, was wir auch wirklich geplant haben. Genau, wir hatten vier Sachen geplant. Und dazu gehört halt eben auch der kleine Tree Man vom Blood Bowl. Also, boah. Das Ganze hat ja mal hier, Affenfratz hat ja mal angefangen mit Games Workshop Produkten, ja. Beziehungsweise mit Warhammer, wo wir nicht lange bei geblieben sind, weil Warhammer einfach. Die ständige Regel ändern, jetzt sind wir auch schon wieder in der neuen Edition, bla bla. Hat uns ein bisschen gestresst dann immer und dann fehlt auch die Motivation und malen ist so, also ich bastel gerne die Dinger zusammen, aber ich male sie nicht an. Ja, es ist halt super, super klein, ne? Und nach meiner Augen-OP jetzt ist kleine Sachen anmalen, ist echt sehr anstrengend. Und aber wir haben uns die Second Edition, ich habe das mal eine Zeit lang auf dem PC gespielt. Blood Bowl.
Oh, ist das schwer für einen Arm. Oh, das ist auch überhaupt nicht in der Kamera, weil das zu groß ist. So ist Cooles es halt. Armtraining. Ja, da bin ich auf alle Fälle sehr, sehr gespannt drauf. Es sind auch zwei Teams dabei. Ich weiß gar nicht, was der Dreamman ist. Das war so, guckt euch den Dreamman an, ich nehme den mit. Dazu gab es auch noch die Promos. Also wir waren auch beim Wolperdinger, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass Stimmt. wir beim Wolperdinger waren. Wir Ihr habt waren es in in der Einleitung Gütersloh. gesehen. In der Einleitung habe ich euch das reingeschnitten. Das heißt, ihr wisst dann Ihr schon wisst schon, wo es Bescheid. hinging. Ja, und da gab es dann noch hier diese Promos, die man sich dann aufbügeln kann, glaube ich. Richtig Passt cool. eigentlich Und voll gut zu einer diese, College-Jacke. so, ja, meine College-Jacke ist von Silberrücken, so ein Fitness. Saugsport. Als ich nochmal ein Sixpack hatte, ne, da kommt die Zeit, da kommt die Jacke her. Nee, das stimmt gar nicht. Ne, die habe ich ja später gekauft, ne? Ja. Ja, später gekauft. Da war ich nochmal mit einem Kollegen auf einer Fitnessmesse. Das ist ein Schnacker, ey. Hättest du gern wieder, ne? Ja, Ja, ja. hätte ich gern wieder. Also ich hätte gern auch wieder die Kondition und sowas. Ich habe Dennis fett gemacht. So Ja. ist das, wenn man sich liebt. Ja, auf alle Fälle bin ich da sehr, sehr gespannt. Also eigentlich würde ich sagen, ach, lass mal aufmachen. Komm, lass aufmachen Du, hier. Du warum hast packst du die da Schere? hinten ist ein Schniepel zum Aufmachen, oder nicht? Das ist, nein, da ist Ach einfach die so. Folie nicht. Na gut, habe ich nicht Da gesehen. ist ein Schniepel zum Aber Aufmachen. manchmal gibt es ja so einen Schniepel dafür. Nein, das ist einfach hier schon ein Spannungsriss. Wow. Ah, die Figuren müssen auch alle gebaut werden. Da habe ich auch richtig Bock zu. Aber die anmalen habe ich nicht Bock zu. Ich habe ja auch, wir haben ja auch, wir sind auch bei Warhammer Conquest dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Panachet. Ah, der Kannst ist bei uns du das hier. sammeln? Die schicken dir immer eine Zeitschrift, da sind Figuren drin. Man baut im Endeffekt zwei Armeen auf und noch ganz viel anderen Scheiß. Und da hatten wir uns auch überlegt, ob wir dazu was machen. Was war das denn gerade? Das waren Katzen. Ob wir dazu was machen. Ich glaube, es sind die Hühner. Unsere Katze ist erstmal draußen und die Nachbarshühner sind wohl weg. Das war eine Kamikaze-Aktion. Wow. Ja, auf alle Fälle war Warhammer Conquest und da Oh wollten wir mein vielleicht auch mal was machen, Gott. weil es gibt immer so, dann, wie man geht so nach und nach, so geht die Bewegung, so geht das Schießen, so Schießer. Oh. geht vielleicht Schießabwehr, also wenn man in den Nahkampf geht, ranstürmen etc. pp. Also es gibt ja ganz viele Regeln. Und da haben wir überlegt, ob wir dieses Warhammer Conquest Heft 1 bis weiß ich, wie viel das sind. Es geht 1,5 Jahre oder so. Wir sind schon sehr weit, wobei ich auch schon Leuten gehört habe, die sind erst bei Heft 1. Und ich denke mir, jo, das läuft aber nicht so gut. Könnte man theoretisch auch nochmal sowas machen. Ich weiß aber nicht, ob das Leute hier auf den Kanal interessiert. Weil Falls ihr Bock Warhammer ja habt. schon was anderes als Brettspiele ist. Es ist ja halt eben Tabletop, ist es ein bisschen umfassender. Viele kommen ja vom Tabletop auf Brettspiel, weil Tabletop irgendwann. Ja, es ist halt super teuer, finde ich, auf Dauer, ne? Weil du, da musst du da eine neue Mini haben, da eine neue Mini, da musst du da ein neues Buch haben. Ja, also wie ihr seht, hier sind ganz viele Nice. Plastikstanzbögen, die dann wieder aufgebaut werden müssen. Das sind halt eben zwei Da gibt es Football-Teams. auch noch mal so eine. Die Kamera ist auch nicht so schön scharf. Schade, Marmelade. Hier sind auch noch mal die ganzen Teams, die es gibt, aufgelistet. Vielleicht soll ich die andere Kamera einfach mal rausnehmen, dass wir nur mit der Frontkamera arbeiten. Jo. Ihr könnt ja mal runterschreiben, wie euch was euch besser gefällt, aber das Regelwerk, wie es immer ist bei Games Workshop, ne, es ist halt Es eben ist dick und die Seiten dick sind dünn. und die Seiten sind dünn. Nee, ist aber auch mal Ja. viel Lore und sowas dabei. Dann haben wir hier das doppelseitige Spielfeld. Also ich habe da schon richtig Bock drauf. Ich werde wahrscheinlich heute Abend auch neben meiner Online-Runde vielleicht ein bisschen Dings aufbauen. Hier sind auch noch mal so Transfer-Sheets. Ich weiß nicht, wer das kennt. Transfer-Sheets. Die kannst du so ein bisschen Wasser auf diese Figuren drauf. Boah, Boah, das ist richtig, ey, ich war so richtig, die ersten richtig. Male, dann hieß es, mach das mit Essiglösung und so und mach das Ja, so, mach das oh, und hier. schneid das ein Stück ein, wenn das Gott, und das ja. Teil ist, weil das Damit das richtig reißt rund sonst. wird und das war eine, ey. Und Boah, jetzt ihr macht man es einfach dicke rauf Würfel. fertig. Ja, jetzt machen wir es einfach rauf fertig und denkt sich, ja, komm weg. Ja, das Ja. ist Blood Bowl. Da muss ich bauen, da müssen wir zocken. Da habe ich Bock drauf. Ja, auf jeden Fall Ich sehr hoffe, das gern. ist nicht so schwer wie auf dem PC. Ne? Allein da einen Ball aufnehmen kann schon dazu führen, dass man sich K.O. schlägt, weil man auf irgendeiner Bananenschale ausrutscht, die da eigentlich gar nicht da ist. Und der Ork das einfach nicht kann, weil er zu dämlich ist, einen Ball aufzunehmen. Also, es ist ein sehr frustrierendes Spiel. Ja, Dennis war aber schon sehr begeistert. Er so, oh, ich möchte endlich das Richtige spielen. Das muss viel besser sein als es auf dem Computer. Ihr werdet es bald erfahren, was dran ist. Ich würde sagen, wenn du magst, kannst du die Kamera ausmachen. Ich mache mal mit dem nächsten weiter, oder? Oder willst du jetzt Die lassen? vordere Kamera, also die kleine, die hier, meinst du, Ja, die soll aus? weiß ich nicht. Können wir theoretisch machen. Man sieht Hörbar? das, glaube ich, alles sonst auch so ganz Ja, gut. wir können Ich sich in glaube, die. die ist eher so nervig. Ich stelle die einfach mal aus, aber dazu muss ich aufstehen. Ihr seht schon, es ist hier noch in der Hightech-Einrichtungsphase.
Genau, wir haben nämlich auch noch uns die Flügelschlag-Erweiterung Ozeanien geholt. Falsch. Ich hatte dich ausgeblendet kurz. Oh, okay. Also, wir haben uns auch die Erweiterung von Flügelschlag noch geholt, Ozeanien. Und ja. Was? Das war ein Soundgeräusch. Ich passe mich unserer Katze an. Oh. Ich war jetzt die ganze Woche zu Hause, weil ich krank war. Und ich habe jeden Tag die Katze um mich rum gehabt und sie hatte mich um sich rum. Und heute war ich mal 4 Stunden nicht zu Hause oder 5. Ich habe sie schon vermisst, ne? Das ist krank. Dein Ernst? Ist das krank, Dennis? Ja, ist das Liebe? Ich weiß es nicht. Ich mach das schon. Chill mal. Willst du noch was erzählen dazu? Dass du vielleicht umsleeven möchtest? Flügelschlag, ja. Habe ich gesleeft. Ich sleeve es nicht mehr. Jetzt habe ich ein Problem. Werde ich wahrscheinlich alles entsleeven und egal, weil so häufig spielen wir es nicht. Aber jetzt ist die neue Erweiterung. In der neuen Erweiterung gibt es auch neue Bretter. Bretter. Da gibt es neue Bretter. Soweit ich weiß. Gelbe Eier gab es vorher auch noch nicht. Nee. Was ist da denn? Oh, neue Tokens, oder? Blümchen? Dir hat dieses Spiel gefallen, dann spiel doch einfach weitere schöne Spiele von Feuerland. Ui. Werbung. Ja, hier gleich Unboxing, ne? Ihr seht. Das heute Traurige ist, egal welches Spiel hier gerade als Werbung gezeigt, wir haben alle. Ja, reden wir nicht drüber. Haben wir ein Problem vielleicht? Wer weiß. Kriegen wir irgendwann mal Geld dafür? Spiele umsonst? Was ist denn neu hier? Oh ja, ich sehe schon, das sind die Blümchen. Ja, das ändert sich alles. Ah. Man soll mit Anfängern, glaube ich, erstmal mit den Grundboards arbeiten. Aber wenn man schon erfahrener Flügelschlagspieler ist, dann da könnt ihr es mal sehen. Soll man nochmal damit, damit anfangen. Man hat, glaube ich, mehr Aktionen oder sowas, dadurch, dass auf der Seite irgendwie an den Brettern sind mehr Aktionen. Mhm. Du hast ja sonst hattest du hier so ein bisschen, dass du nur deine Sachen da sammelst und jetzt hier aktiviere nach dieser Aktion alle Braunfähigkeiten in dieser Reihe von rechts nach links oder Spielende 5 und 2 für Mehrheiten. Also kannst du sogar nochmal Siegpunkte anscheinend abgreifen. Nicht cool. Scheint interessant zu sein. Ja, Flügelschlag. Da gibt es ja auch eine tolle App zu, ne? Flügelklang. Ja, irgendwie so, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber die gibt es ja schon ein bisschen länger und gerade siehst du die ja überall, ne? Also werdet ihr schon finden. Man kann damit toll seine Katze irritieren. Ja, man kann die Karten damit scannen, wer es nicht kennt. Und der Vogel, also man scannt die Karte mit dem Handy und dann kommt das Geräusch des Vogels, den man gescannt hat. Also ich weiß nicht, ob die Ozeanenerweiterung dabei ist, aber beim Grundspiel funktioniert das schon mal auf alle Fälle. Ich weiß auch nicht, wie es mit der ersten Erweiterung ist, der Europaerweiterung. Aber mit das Grundspiel ist funktioniert. Safe drin, ja. Ja, jetzt ist auch die Ozeanien-Erweiterung bei uns eingezogen. Very nice. Du bist dran. Ich bin wieder dran. Aber jetzt mit dem Spiel, was du kaufen wolltest. Komm da mal jetzt ran. Der Stuhl ist auch so weit weg. Ja. Was wir uns dabei gedacht haben. Ja, weiß ich auch nicht. Genau. So. Ja. Behind the Sun. Behind the Sun. Ich weiß gar nichts darüber. Also ich weiß es ist schwer. Irgendwie, dass man, glaube ich, sein Raumschiff irgendwie entwickelt mit diesen Karten. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe es nur auf mehreren Kanälen gesehen und die hatten gesagt, jo, das ist cool, das ist gut. Kauft es euch, kauft es, bevor es weg ist. Wir sind ja halt eben auch ab und zu mal so. Und da hier, das ist von Dennis Karchan, der heißt Dennis, das kann nur gut sein. Ach ja. Und Dennis hat, also mein Dennis hat sich das sogar auf Englisch gekauft, war auf Deutsch, bevor das mal auf Deutsch rauskommt. Leute, da könnt ihr lange warten. Bei Rio Grande ist das anscheinend erschienen. Also Sept Op for 4 Players. My English is not the yellow from the egg, but it goes, I think I spider. Ja, auf alle Fälle, auch die Anleitung scheint jetzt ein übersichtliches Englisch zu sein. Ja, wir schaffen das schon. All dafür together. Dafür gibt es heute Google-Übersetzer und Co. Ne? Oh, da sind viele Würfel. Und ja, so. Also scheint echt viel cooles Material. Das Double-Layer-Board sind hier am Start. Ups, hier ist einmal ein Spiel. Ist das von... Also Double Layer, das ist schon mal ganz cool, du haust das Wasser gleich um. Ja. Irgendwo gab es letztens eine Umfrage, wie gehen wir denn mit Getränken und so beide Sachen um. Lisa darf eigentlich nichts zu trinken vor sich stehen. Und sie hat trotzdem Wasser hier stehen. Ja, und sie hat trotzdem Wasser hier stehen. Ja, das ist das Spielbrett. Er ist schon ein bisschen mächtig, ne? Also wenn man. Achso, jetzt haben wir die Kamera von oben. Jetzt kann man sagen, guck mal, wie groß das ist. Es ist groß. Wir können uns beide dahinter verstecken. Ja, es ist ordentlich groß. Es ist ordentlich groß. Und ja, mal schauen, wann das auf den Tisch kommt, weil Englisch muss erstmal übersetzt werden. Und Blood Bowl. Nate gehört, da ist gerade die Passion für.
Ja, und wir haben auch noch ein paar andere Videos, die wir eigentlich in Vorbereitung hatten, bevor wir krank geworden sind. Aber hier ist True. auch wieder so ein Beutel Würfel dabei, so Custom Dice, also jetzt nicht 1 bis 6 und noch, also super viel Material auf alle Fälle drin. Wir werden berichten, wie es war. Der Karton scheint ein bisschen ziemlich dünn zu sein, aber Ist ja auch viel Stuff und viel schwer. Stuff und schwer. Ja, da freue ich mich auf alle Fälle drauf, auch wenn ich nicht weiß, um was es geht. Man kann ja nicht immer alles wissen. Erstmal haben, ne? Erstmal haben. Haben bist du aber besser als brauchen. Du hast was vergessen. Guck mal hier, Oh, das kommt auch noch oh, da oh, rein. oh, was ist das denn? Ja, das Das Spielmaterial. zum Auspöbeln anscheinend. Oh. Turnfaces. Hier sind Runden. Übersichtskarten, ja. Übersichtskarten, ja. Also ihr habt schon gemerkt, das war schon ein ziemlich teurer Spaß bis dato. Aber das war noch nicht, Oh, Entschuldigung. das war noch nicht alles. Denn natürlich schaut man sich in so einem Laden auch um und bei Wuppertinger war echt viel cooler Scheiß, viel cooles Zeug. Auf alle Fälle. Ich habe euch ganz kleine Minivideos in den Eindingens Einführungsgelöt reingemacht. Und da seht ihr auch ein bisschen was von. Aber ja, wir haben dann noch so Sachen mitgenommen wie, das kommt noch dazu. Die Erweiterung von Parks. Die habe ich mir ausgesucht, weil ich mag Parks. Wer unsere Videos schon ordentlich geguckt hat, der weiß, dass Dennis nicht gerade Kein der größte Fan ist. Parks-Fan ist. Genau, und ich wollte aber die Erweiterung haben. Ich war auch kurz davor, im Kickstarter alles mitzunehmen. Es gibt ja noch diese drei Memories dazu, weil ich das Artwork einfach so unglaublich schön finde. Und ich dachte so, ja gut, ich tue mich da vielleicht noch mit Raphael zusammen. Ihr kennt Raphael noch aus unseren früheren Videos und der mag auch Parks total gerne. Hat das seiner Freundin zum Geburtstag geschenkt, glaube ich. Ja, und dann dachte ich so, komm, wir machen alles zusammen. Aber da war die Liebe fürs Memory-Spiel nicht so groß wie bei mir. Weil ich halt ganz oft auch denke, klar, ich mag komplexe Spiele und das ist auch alles cool, aber ich hätte auch gerne mal so ein kleines Spiel, was ich für die Arbeit mitnehmen kann. Also ich spiele halt gerne Spiele, aber ich möchte auch auf der Arbeit das ein bisschen integrieren und da muss es halt immer was Leichtes sein. Und da ist so Memory für mich, was so Ach schön so, du bist gerade aussieht. von Memory. Ich dachte, du wärst bei Parks. Also du warst Ja, bei den Parks Parks Memory. Memory, halt eine Ja, Option. tatsächlich. Deswegen bin ich nicht in den Kickstarter rein, sondern habe gewartet, bis einfach nur die Erweiterung kommt. Sternstunde. Und da weiß ich, gibt es jetzt Zelte. Ja, aber was die machen, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also Parks ist tatsächlich immer so ein Spiel, wenn da Leute so, oh, guck mal, Parks. Und, ja, es sieht gut aus, aber mich interessiert es nicht. Also Also mir hier macht das nicht so viel Spaß. Ich habe es auch echt häufig gespielt. gibt es auf jeden Fall schon mal so ein extra Spielfeld gelöt für die Zelte. Hier gibt es noch mehr Gelöt. Parks. Noch mehr Parks. Und es gibt noch mehr Tokens. Noch mehr Joker-Tokens. Oh, es gibt einen Hasen. Oh, es ist cute. Und es gibt mehr Und eine Wander Katze. und eine Katze. Es gibt mehr Wanderstücke. Und entweder eine Also dicke Maus Wanderstrecken. oder ein Hamster. Das sieht cool aus. Oh, die Rückseite. Oh mein Gott. Look at this. Sehr hübsch. Also das Artwork enttäuscht mich nicht, ne? Oh, es ist schön. Oh mein Gott. Okay, ja. Also wenn wir zu den Zelten kommen, ne? Hier gibt es nochmal generell, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr für Jahreszeiten und sowas und Equipment und so. Halt von allem mehr, ne? Und die Zelte. Kommt da nicht mit den Zelten auch irgendwie was Neues mit rein? Also nicht nur von allem mehr, sondern halt eben auch Ja, neue Regeln, ne? Die neu. Zeltplatzaktion. Das gibt es hier dann nochmal. So, vielleicht sollten wir vielleicht auch mal so ein Zelt zeigen. Und genau, Sieht das ja muss ich mir so nochmal aus. durchlesen, aber es scheint tatsächlich sehr einfach zu sein. Es gibt dem abgebildeten Marker ab, um 5 Marker der anderen. Ah, okay, aber das ist nicht das Zelt. Also, ja, die Zeltplatzaktionen bieten dann nochmal Sachen, die das Spiel ein bisschen ressourcenmäßig. Kann man andere Ressourcen kriegen anscheinend. Ach, warte mal, hier steht noch was. Was Aha. denn für andere Ressourcen? Da müssten ja neue Ressourcen drin sein, wenn es neue Ressourcen gibt. Aber es ist doch hier bei Bergen, Bäumen, Nee, also Wasser. dass du die vielleicht umtauschen kannst. Hier steht zum Beispiel bei einer Sache, kopiere die Aktion eines Zeltplatzes oder eines Streckenabschnitts mit Zelt. Das Belege hier? das Zelt nicht Nee. auf diesen Soforteffekt. Na gut, ich werde mich dann nochmal belesen, was mit den Zelten auf sich hat. Achso, hier ist ja die ganze Anleitung und hier ist nur so ein Schnipsel dafür. Ja. So eine Übersicht auf alle Fälle. Ja, also am Material kann man wieder nichts bemängeln. Nope. Das ist gut. Und das war's für Dennis. Aber das ist gar nicht schlimm. Darüber wollen wir uns gar nicht aufregen. Ja, es sind halt Geschmäcker, die sind unterschiedlich und bei mir zündet es halt nicht so, ne? Nö.
Ist auch nicht. Mir auch nicht schlimm. Am schlimmsten finde ich das mit voller Besetzung zu spielen. Dann Boah. kannst du kaum was machen. Man kann eine Tanne gegen ein Foto Und tauschen. das ist so glückslastig. Dann Oh mein gehst du Gott. vielleicht die ganze Zeit auf einen Park und dann schnappt dir den jemand weg und dann kommt überhaupt kein Park, wo ein Wasser drin ist. Dann denkst du, ja, scheiße. Kriege ich gar nichts. Okay. Na, Juti. Und wenn man keinen Park nimmt, kriegt man keine Siegpunkte. Das auf jeden Fall zu Parks. Der ist auch ziemlich teuer. 2 Siegpunkte, Und noch drei ein Park. Ressourcen und Blitzpark. Du darfst dir sofort einen Park Also, das ist überschreiben. auch eine neue Option auf alle Fälle hier Ja. unten. Dieses Blitzpark. Oh, blendet ein bisschen. Oh, cool. Okay, dann leg mal die Karte mit rein. Ich habe geguckt, ob man mein Schnaufen hören kann. Schnaufen. Mein Asthma ist ja zurzeit wieder ein bisschen nervig. So, das kommt da rein. Das Inlay ist auch wieder, das passt hier wie eine Eins, ne? Inlays können sie. Ja, nice. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist auch heute erst reingekommen. Und das Haben wir den musste richtigen Tag ausgewählt, ne? sofort mit, ja. Was hast du da mitgenommen, Ich habe noch Dennis? von DLP Games. Nein, nicht Cloud Age. Remember Our Trip. Habe ich auch nur irgendwo mal ganz kurz gesehen bei der Spiel Digital und fand das ganz interessant. Brauchst du die Schere? Baut sich irgendwie so sein Tableau mit Sehenswürdigkeiten, Hotels, Geschäften, Parks und Restaurants und was machen wir noch? Und Das ist eine gute. rekonstruiert damit zeitgleich die Erinnerung an euren letzten gemeinsamen Trip. Auf dem allgemeinen Spielplan entsteht so im Laufe des Spiels eine Erinnerungskarte, Oh, das hört zu sich der schön alle an. Spieler beitragen. Ja, das fand ich ganz interessant, weil man kann ja gerade auch nicht reisen. Da ist vielleicht auch so ein Spiel gerade vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil sonst fahren wir immer irgendwie, wir haben ja alle Urlaube gecancelt. Ja, sonst machen wir immer so ein, also ein, zwei Städte-Trips irgendwie zu einer Convention oder sowas. Mal, Dennis, so ganz, ganz lieb und wir fahren nach Leipzig zur Buchmesse. Da schlägt mein Herz ja für und dann fahren wir da mal hin oder Ich ja, finde das ja auch nicht schlecht. klappern das so ein bisschen ab. So, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, Kyoto, Kyoto, Kyoto. Das sind die Spielertableaus. Scheint für 4 Spieler zu sein. Wie gesagt, ne, also wieder mal nicht viel Vorwissen bei dem Spiel. Singapur. Das ist aber gefährlich hier. Also dünne Streifen. Die sind echt, ja, nicht anwenderfreundlich, würde ich sagen. Du darfst keine groben Finger haben, dann ist das Ding kaputt. Schade. Muss man vielleicht laminieren? Und ganz viele Stanzbögen. Oh, hier auch richtig schön. Ui. Gebäuden und so. Kann man alle ausstanzen, das ist wahrscheinlich alles irgendwie für die Spielmitte gedacht. Ja. Kyoto Tower, Kyoto Gosho hier. Über das Artwork kann man sich wahrscheinlich wieder ein bisschen streiten. Weil, und so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen Also eher so das erinnert mich, ja genau. Achtziger-Jahre-Spiele aus, so, ne? Also das können wir jetzt nicht schön reden. Das ist schon so ein bisschen Ja, seid oldschool. gespannt, vielleicht machen wir dazu auch ein Video, aber nur vielleicht, weil wir einfach so viel schon auf dem Zettel gerade haben, wo wir Ja. Videos zu machen wollen. Der Zettel wird länger und unsere ja, Zeit wird gerade knapp, weil ja, Ja, warum wird die Corona. Zeit knapp? Ach, wegen Corona. Haben wir da nicht mehr Corona, Zeit? nee, ja, andere haben mehr Zeit, ich habe weniger Zeit. Stimmt, du arbeitest mehr, ne? Ja. Ja, Und, ich arbeite normal. aber wird wieder Zeit für Let's Plays. Let's Plays mit kurzen Videos. Ich bin auch dafür, dass wir den nächsten Haber machen. Oh, hier ist Ja. noch ein Beutel bei. Den Oh habe ich jetzt mal wieder nee, ich bin vergessen. so schlecht in dem Spiel, ne? Oh Gott, also Das es ist ja gibt nicht so schlimm. wirklich wenig Spiele, wo ich gar nichts kann, aber das kann ich gar nicht. Wirklich gar nicht, gar nicht. Macht aber wirklich viel Spaß und ich glaube, die Haber-Spiele sind etwas unterrepräsentiert, diese ganze Ja. Reihe im Erwachsenenbereich, weil alle denken, das ist eher was für Kinder. Aber wir werden dazu ein Video machen und dann werdet ihr mal sehen, wie schwierig das sein kann. Das verspreche ich euch. Vielleicht machen wir das heute So. noch. Vielleicht kriegen sie. Wir haben heute noch nichts gespielt. Vielleicht. Das war, wir haben heute auch noch nichts gegessen. So. Ja. Aber hier geht es eigentlich um Spiele, nicht darum, was wir machen wollen. Ich habe nur noch eins hier. Lass doch Du hast mal nur bei dir eins, dann mache ich weitermachen, bei mir weil zu weiter. dem kann ich auch was sagen. Zu dir, ja, zu denen kannst du was sagen und Genau. ich. Nicht, ich hänge fest. Oh, fein Bobskabel. gemacht. Arctic Scavengers, das Darfst gab es netterweise on top. ja, darfst du gerne aufmachen? Ich erkläre ein bisschen was zum Spiel. Denn es ist nämlich ja zurückgefahren und hin. Ich muss noch mit meinen Augen ein bisschen aufpassen, was Autofahren angeht. Deswegen habe ich mich belesen, worum es da geht. Und wir sind, ja, wollen überleben
und haben verschiedene Optionen zur Auswahl. Es ist ein Deckbilder und auch ein Bluffspiel. Als erstes bildet man sein Deck, man hat zwei Aktionen zur Auswahl, man kann graben und man kann jagen gehen. Dadurch sammelt man Ressourcen, die man dann später nutzen kann, um sein Deck aufzuwerten an Leuten. Also durchs Graben und durchs Jagen machst du so, holst du so ja, Ressourcen, zum, also Essen oder Medizin zum Beispiel. Das brauchst du dann später, um Leute anzuheuern, um deine Person, deine Gruppe aufzuwerten. Genau, das Inlay soll super sein, sehr strukturiert. Sieht mager aus vom Inhalt. Kann man da Booster-Karten oder wie läuft das? Ich weiß nicht, ob da jetzt schon die beiden Erweiterungen drin sind. Falls nein, gibt es noch zwei Erweiterungen. Dafür ist das wahrscheinlich Hauptquartier gedacht. Und noch eins Gebäude, glaube ich. Nee, Gebäude ist Hauptquartier und noch ein weiteres Gang oder so. Ja, und dann geht es halt darum, dass man erst seine Ressourcen sammelt, dann die Leute kauft, bezahlt, wird auch immer überzeugt, hier hast du ein Apfel, Medizin, komm in meine Gang, komm in meine Gruppe und dann muss man kämpfen. Das passiert so ab der dritten Runde, glaube ich. Und da muss man so ein bisschen bluffen, weil es gewinnt nur derjenige, der natürlich auch die meisten Leute hat. Und die kann man mit Werkzeug aufpushen, welches man auch sammeln kann. Habe ich jetzt zum Beispiel zwei Leute und ein Werkzeug, dann kann ich die natürlich manipulieren und diese Zahl von zwei höher oder ne, höher machen. Ein anderer könnte jetzt sagen, ah, okay, er hat noch drei Karten auf der Hand. Ja, noch zwei Leute, noch ein Werkzeug. Ich behalte vielleicht drei Leute und gebe weniger aus, um Ressourcen vorher zu sammeln, in den Schritten vorher. Also es scheint ein cooles Deckbuilder-Spiel zu sein. Auch mit dem Bluff und so, das finde ich ganz interessant. Ich mag Bluff-Spiel sonst nicht so gern. Ja, und da bin ich sehr gespannt. Also wir beide bedanken uns nochmal riesig, dass wir das einfach on top bekommen haben. Ist super, super lieb. Und das wird in die Mitte gelegt, das ist nachher, damit ja, du weißt. Ja, aber hier ist die Erweiterung Hauptquartier, Erweiterung Aufklärung. Das genau. Ist auch im Schema drin, ne? In der Anleitung gerade mit drin. Ja. Ist halt die Frage, ob es schon vorher drin stand, weil man weiß, dass sie kommen oder so. Oder? Ja, ich habe es halt nur ganz kurz überflogen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die mit drin sind. Aber auf jeden Fall hört sich das wirklich cool an. Und ich mag Deckbilder-Spiele. Da bin ich auch ein bisschen Fan von. Inklusive der zwei ja, Erweiterungen, also steht dick vorne es drauf und keiner liest es. Keiner hat es gelesen, ja. Genau, die sind da mit drin und man kann da sehr viel Varianz mit reinbringen, das stand auch mit. Ich habe das auf Brettspiel-News gelesen, schaut da mal rein, falls ihr Bock habt, dass da sehr viel Varianz drin ist. Am besten spielt sie es mit 3 bis 5 Spielern. Es gibt aber auch eine Duo-Partie, die man spielen kann. Da sind die Regeln ein bisschen geändert worden und man kann halt verschiedene Schwierigkeitsgrade mit einbauen. Eigentlich hört es sich an wie ein ziemlich guter Allrounder, wenn man auf Deckbilder steht. Weil es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und so. Und man kann es zu zweit spielen, man kann es mit bis zu 5 Leuten spielen. Hört sich echt gut an. Sehr spannend. Ich mag auch diese Grafik. Ja, ich so bin hier so die Bogenlady. Ich habe auch einen Bogen. So ein bisschen Endzeit, Wüste, ja. Kalte Wüste, also Schneewüste. Und der eine hat seinen Bogen und der andere hat seine Wurfmesser. Mhm. Das ist schon ganz cool gemacht. Auch die Grafiken allgemein sehen sehr, also was heißt futuristisch im umgekehrten Sinne. Sieht wieder back to the roots mit Pfeilbogenschwertern aus und nicht mit Laserkanonen. Ich finde, dadurch wirkt aber das auch so ein bisschen ernster. Es spielt ja 2097. Mhm. Ja, es wirkt so eine postapokalyptische ja. Zeit auf alle ja. Fälle. Ist. Genau. Ja, dann, okay. Ja, nee, dann müsstest du jetzt weitermachen, weil das letzte ist tatsächlich nicht beim Wolperdinger gekauft. Habe ich schon bestellt gehabt vor einer Woche oder so. Genau, jetzt wir führen uns nochmal ganz kurz vor Augen, was wir eigentlich kaufen wollten und was wir noch dazu gekauft haben, beziehungsweise geschenkt bekommen haben. Das hier ist nochmal gekauft. Da kann ich jetzt tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich auch nicht. Wieso hast du das mitgenommen, Dennis? Weiß ich das nicht. Sieht ich hübsch hab aus. Ich habe das irgendwo mal in einer Gruppe gesehen. Irgendjemand fand das cool. Und, ja, ich habe die Schere ja nicht da am Start. Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Das ist, glaube ich, auch so self-made rausgegeben. Also da steht kein Verlag hinter. Das ist Made das in so Germany richtig bei Ludofact. Das Ludo-Fact, ja. Das wird wahrscheinlich eine Firma sein, aber hier Grimson Company G. Also ich glaube, das ist halt tatsächlich irgendwie von so zwei Leuten. Waren das Brüder oder sowas? Irgendwo habe ich das gesehen. Irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war. Tatsächlich nicht, komme ich nicht drauf. Vielleicht beim Boardgame-Digger beim letzten Regalbesuch könnte es gewesen sein. Okay. Und weiß ich nicht, habe es heute gesehen, dachte, okay, nimm einfach mal mit. Für 30 Euro ist es jetzt ja auch nicht die Welt. Die kann man sich auch mal gönnen. Hier sind die Spielregeln, hier ein paar Tokens. Ich glaube, es ist ein reines Kartenspiel irgendwie. Aber wo sind die Karten? Oh, das ist ein riesen Feld, aber ja, und ein paar Karten. Also so viele sind da nicht und ein Holzmiefel.
Aber ich glaube hier, das Feld ist Das Solo Feld ist Co-op riesig. Mode. Das ist ein Co-op. Wow, okay, das ist echt groß. Das Feld ist groß. Ungefähr so groß wie das von B1 Sun, also riesig. Man kann das gegeneinander Boah. und man kann es anscheinend im Co-op Solo-Mode spielen. Ja, ich habe auch tatsächlich keinen Plan, was es da geht. Kann ich auch nicht sagen. Schön. Das freut mich ja, dass wir Spiele kaufen, teilweise wo wir gar nicht wissen, was da los ist. Man muss auch mal Spiele kaufen, wenn man es einfach nur mal sieht. Klar. Da haben wir schon mit Amata Strigoi super Erfahrung gemacht. Ja. Ja. Möchte jemand Amata Strigoi kaufen? Ist ja auch, da gibt es auch die Erweiterung. Schreibt uns an. Wir haben noch Schreibt eins uns auf an. Lager und wir spielen es nicht. Nee. Da glaube ich oben drauf auch. Ja, ich glaube, das lag oben drauf. Ja, das ist auf alle Fälle Crimson Company. Also für die paar Karten, Spielbrett, ich weiß gar nicht, um was es da geht. Aber die Sammelbox sieht gut aus. Dario, Reinhard und Fabian Fischer, das werden wohl keine Brüder sein. Und Crimson Company stellst du dir aus kampferprobten Kriegern, zwielichtigen Gestalten und mystischen Kreaturen einer Armee zusammen. Klingt doch gut. Ja. 71 Charakterkarten, 12 Burgkarten, 5 Runden, 4 Rundenübersichten. 40 Münzen, ein Spielbrett, Holzflagge, Spielregeln. Ja, das ist tatsächlich mehr ist da nicht drin. Alles, was es jetzt begehrt. Aber schauen wir mal, wie sich's spielt, wenn wir dazu kommen. Das seht ihr Der, dann im der, nächsten also ist das weggebrettert. fast so der Pile of Shame, ist der Pile of Shame und der Oh. Pile of Shame ist eigentlich auch schon fast das Regal Vom hier. Einkaufen nur, ne? Das ist Nur schon vom Einkauf. furchtbar. Ist es der Stapel der Erwartung, würde ich einfach mal sagen. Oder der Freude. Der Freude, Der ja. Das ist Freude. schon ein bisschen Weihnachten Ja, gewesen. das waren jetzt die Spiele aus dem Trip vom Ja. Wolperdinger, aber ich habe auch noch letzte Woche, weil ich einfach nicht mehr warten konnte, ich war nachts wieder wach, habe Oh irgendwas gezockt Mann. am PC oder so, und dachte, ja Mann, die Ruinen von Arnak, du willst das unbedingt mal spielen und wann kommt das auf Deutsch raus, das kann doch noch dauern. Und dann habe ich es tatsächlich bestellt in der Nacht noch. Am nächsten Tag gab es dann die Mitteilung, es kommt nächste Woche auf Deutsch, habe ich auch gedacht, jetzt ist es auch egal, jetzt habe ich es auf Englisch bestellt. Jetzt ist es unterwegs, ist es auch heute angekommen. Richtig cool, da freue ich mich auch schon Mörder drauf. Ist jetzt auf Englisch, aber ich glaube, das ist super sprachneutral. Ich glaube, man muss nur einmal die Anleitung gelesen haben, oder mal wissen, wie man das Spiel spielt. Weil selber auf diesen Karten oder so ist ja alles mit Piktografie. Das, ja, aber hier, don't gain from this round, das kriege ich auch noch übersetzt, Ja, ne? Gott sei Dank. Also, so schlecht ist mein Englisch dann wohl doch nicht. Wiederholt sich ja auch viel in der Spielerszene, ne, mit Discard und keine Ahnung, Gain. Das sind ja so Wörter, die liest man ja sehr oft dann auch. Ich sag mal so, wenn du Englisch Magic gespielt hast, ne, dann kannst du alles. Habe ich nicht. Guck mal. Kann man das hören? Nee, kann man nicht. Das Schade. klingt so richtig Wie Münzen. münzig. Ja, obwohl Ja. das sind so Plastiktokens. Oh. So Keile oder was das sind. Kann man das überhaupt erkennen? Ich weiß. Evasion Edge. Hier sind auch schöne Oh ja, hier so ein paar Scherben. Runen, Scherben, paar Gemäuer oder sowas. Ah, warte mal, vielleicht sollten wir mal irgendwie so, dass man auch eine sehen kann. So. Durch die Scheibe Oh, sieht hindurch. man alles nicht, ne? Guck mal, das ist so dunkel direkt vor der Kamera. Ja, was ist denn, Niederle? Komm rein, die Tür ist auf. Unsere Katze hat einen Schaden. Keine Ahnung, wo die ist. Sehr viele Tüten. Ihr kennt die Tütenmafia. Ihr habt bestimmt alle irgendwie so einen kleinen Karton nur mit diesen Tüten, oder? Wir haben eine Tütentüte. Habt ihr auch eine Tütentüte? Ja, wir haben eine Tüte, die voll ist, nur mit Tüten. Ich Ach, glaube, hier wir haben sind sogar nochmal zwei schon, ne? Effekte, Gains Indicated Resource Tokens. Oh, die Anleitung ist aber schon mächtig dick, du. Oh, hier, ich glaube, man muss noch Sachen bekleben. So mit Büchern und Lupen. Niederli, komm rein, die Tür ist auf. Oh, ist die schön gestaltet. Guck mal, wie so ein Ringbuch hier vorne. Oh man. Oh, hier die Stanzbögen, da ist auch wieder eine Menge Stanzbögen Boah, bei. ich liebe es auszustanzen. Das mache ich dann heute. Ich stanze aus und Dennis baut die Figuren zusammen. Das ist eine Arbeitsteilung, ja. Ja, auf alle Fälle. Oh! Ich habe hier schon die Hälfte jetzt ausgepöbelt. Das Okay. ist aber, weil das hier so Doppeldings gestanzt sind. Warte mal, wo ist das denn jetzt da? Oh, ich habe jetzt hier die Hälfte aus. Genau. Die gehen ja immer nur bis zu so einer Kante, ne? Weil das ist ein Stanzbogen. Und dann kann man das auseinanderklappen. So, wer das nicht kennt, Ah.
das hat nämlich auf der einen Seite dann kein Halt. Hier, das ist der. Und dann ist das immer super leicht ausgestanzt. Also die Anleitung sieht total toll aus. Und auch mit, also sie sieht, was ich vom Durchblättern eben gesehen habe, da sind anscheinend sehr viele Beispiele dabei. So, nein, hat man auf der Seite nicht. Schön. Ja, geil, da freue ich mich auch richtig drauf. Zum Glück haben wir dieses Wochenende frei beide. Ich freue mich. Das heißt, Das viel bauen, viel wird Anleitung Anleitung lesen. lesen, Anleitung lesen. Irgendwas war hier gerade auf dem Balkon. Da ist die Katze wieder. Ja, Ich glaube, sie ist nur nicht alleine hochgekommen. Sie lernt das gerade noch. die hat zwei Katzentreppen. Und trotzdem schafft die das nicht, weil die ist zu paddel. Die ist nicht oben. Ich glaube, die ist immer noch unten und schreit. Nee, da. Wiederli, komm her. Komm her. Ja, also, das dazu. Weiß sie Die nicht, wo Tür wir ist doch sind? auf, Fräulein. Komm her. Ja, unsere Katze. Genauso verschallert wie wir manchmal. Na, Hast du eher es wie ich. geschafft? Ne, guck mal, die Tür ist auf. Und sie kommt nicht rein. Ne, sie kommt. Jetzt ist sie drin. Die ist unterm Tisch jetzt. Ist die Ja, Tür das ist auf zugewiesen? alle Fälle alleine heute bei uns eingezogen. Was? Das ist ja irgendwie so ein Wolper-Dinger-Philibert-Special. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was bei euch eingezogen ist. Lasst ein Abo da. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Bock habt, mit uns auch zu kommunizieren. Wir versuchen immer so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt. Die Glocke. Ich hoffe, dass meine Technik hat heute halbwegs geklappt. Sonst muss ich nochmal optimieren. Da könnt ihr auch nochmal eben schreiben, wie ihr das mit dem Mikrofon fandet. Ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich hoffe, man hört jetzt nicht immer jeden Müll, den es sonst gab. Das hast ja. Warte mal, sind wir alle ruhig? Ja, das hört man nicht mehr. Das hat man ja sonst im. Ah, guck mal. Da Hier. ist sie Sag mal, hallo. ja, unser Special Guest. Das wilde Tier aus den vergessenen Nee, guck Ruinen. mal. Niederlich, schau mal da. Wiederli. Hallo. Nee, der Ja, Drops ist gelutscht der. heute. Ja, was ist hier los, Die ne? sucht die für Das ist mein Wasser, ist okay. jedes Wasserglas, was wir stehen lassen, getrunken. Nee, aber jetzt kommen wir mal zu Ende. Wir labern ein paar Labern heute. Das ist wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.